Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen hier zurück zu Estranged Akt 1. Okay, also wir haben herausgefunden, dass es hier um Zombies geht in dem Game. Wir sollen jetzt nach dem Störgerät suchen, was verhindert, dass Funkrufe von dieser Insel aus zu anderen Leuten, was weiß ich, zu anderen Funkgeräten gestartet werden oder gesendet werden können. Dieser John hat uns die Waffe hier gegeben und hat gesagt, falls wir seine Familie finden, sollen wir sie beschützen. Aber ich glaube, unser Ding ist es erstmal, wir müssen uns selbst beschützen. Und wir müssen selbst hier. Irgendwas höre ich hier. In dem Kanister, aber ich weiß nicht was. Nein, das ist das Gerät da. Jetzt habe ich es ausgestellt. Ah, okay, das ist der Security-Plan. Ich höre irgendwas. Oh, was zum Teufel ist das? So ein Stöhnen. Okay, hier auf dem Laster kommt es nicht her. Wow! Aber von da. Ich lad mal nach. Puh. Versteckt er sich hier einfach in der Ecke, dieses Schwein? Ich weiß nicht, ob das wirklich Zombies sind. Es könnten auch... Shit. Das gefällt mir gar nicht, dass das hier so dunkel ist. Und dass diese Musik jetzt so laut anfängt. Okay, Munition. Nehmen wir gerne mit. Okay, jetzt sind wir hier in dem Gebäude. Aber das ist kaputt, verdammt. Ah, guck mal. Munition und Batterien. Das ist schon mal super. Und hier haben wir so ein Teil. Das können wir doch sicherlich ersetzen, oder? Guck mal, jetzt haben wir ja wieder Strom und Licht und können die Türen öffnen. Ich hoffe nur, da kommt jetzt nichts reingerannt, Freunde. Okay, gehen wir mal weiter. Wir müssen ja schließlich jetzt hier wieder runter. Wahrscheinlich können wir jetzt mit dem Zug hier wegfahren, oder? Ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, dass wir mit dem Zug jetzt hier wegfahren sollen. Und ich steige jetzt hier einfach mal ein. Und vielleicht kann ich ja jetzt hier vorne... Ah, guck mal. Den leg mal um. Ha, und dann geht's los. Okay, verlassen wir erstmal das Gebiet hier. Wahrscheinlich kommt gleich wieder Ladedaten. Oh oh. Puh. Na dann. Lassen wir uns mal auf eine schöne berieselnde Fahrt ein. Mit einem bisschen Muni im Gepäck. Wir haben 30 Schuss. Das war ja wahnsinnig weit. Toll, das hätten wir auch laufen können. E, um Leiter zu benutzen. Auch die brauche ich nicht benutzen. Ich komme mir langsam vor wie in Silent Hill, dass überall die Straßen gesperrt sind. Hier wahrscheinlich auch, natürlich. Da sind Arbeiten und da ist natürlich ein Strommast umgelegen. Das ist natürlich. Wieso war mir das klar, dass du aufstehst, Freund? Heute nicht. Was? Oh oh.
mit dir. Tschüssi. Ah, so, warte mal, da lag ja was. Eine Puppe. Ups. Was ist das? Auf kurz oder lang werden wir hier Probleme bekommen, Freunde. Shit. Wir müssen sofort hier wieder rein. Fahr doch. Puh. Alter. Ich weiß nicht, was es darstellen soll. Ob Zombies oder Mutanten oder... Keine Ahnung, aber... Die gehen mir auf jeden Fall mächtig auf den Pisser. Wow. Über so eine Schlucht zu fahren ist ja auch nicht gerade... Ein sicheres Gefühl gibt das einen gerade nicht, aber gut. Wer zum Teufel stört diesen Zug? Ich habe nicht mal eine Bremse ausgelöst, das Ding bremst von ganz allein. Wie geht sowas? Verstehe ich nicht so ganz, aber gut. Wir kommen hier auf jeden Fall nicht weiter, das zumindest mit der Bahn nicht. Das heißt, wir müssen zu Fuß weiter und dann gibt's wieder ein Ladedaten. Jawohl, so ist das schön, so gefällt mir das. So brauche ich das. In der Zwischenzeit kann ich mal aufs Handy gucken. Und kann mal schauen, wie viel Zeit wir überhaupt vertrödelt haben. Vielleicht kann ich auch... Nein, kann ich nicht. Wollte gerade mal was trinken, aber gut. Lass ich sein. Wir spielen weiter. Ich würde... Shit, 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 shit. Okay, also es gibt keinen Weg zurück mehr, Freunde. Das ist jetzt, glaube ich, mehr als bewusst. Da hinten liegt schon wieder einer. Ups. Der steht doch sicher gleich auf, oder? Jetzt steht er auf jeden Fall nicht mehr auf. Kann ich hier rein? Denn ich möchte ganz gerne mal die Kisten hier überprüfen, ob hier vielleicht da was dahinter liegt. Aber nee, ist nicht der Fall. Schade eigentlich. Wäre mal interessant gewesen. Muss ich den Gleisen weiter folgen hier? Nee, oder? Nee, okay, hier komme ich nicht rein. Also den Gleisen muss ich schon mal nicht weiter folgen. Also muss ich wahrscheinlich hier irgendwie rein. Und nehmen wir doch einfach die Tür. Und machen die am besten gleich wieder zu. Der Fernseher zeigt uns diesmal nichts an. Das war ein bisschen laut, würde ich sagen. Und jetzt haben wir den Fernseher kaputt gemacht. Ah, eine Zeitung. Leuchtturm stillgelegt. Der Leuchtturm auf der Landspitze in der Nähe von Redton wird auf Beschluss des Bürgermeisters John Men nach einer von der Küstenwache durchgeführten Untersuchung stillgelegt. Wir sind zuversichtlich, dass dies keine Auswirkungen auf den Schiffsverkehr haben wird, kommentierte Bill Hayek von der Abteilung für maritimen Verkehr. Zwar konnte man früher die Frachtschiffe an der Küste von Redton sehen, aber diese ist nicht mehr der Fall. Aber dies ist nicht mehr der Fall, seitdem die Schiffsfahrtlinien zum Festland geändert wurden, fügte er hinzu. Weitere Fragen wollte der Bürgermeister bis zur Veröffentlichung einer offiziellen Erklärung zur Stilllegung des Leuchtturms nicht beantworten. Zu wenig Schiffe, um ein Sicherheitsproblem darzustellen, sagt die Küstenwache. Hm. Ja, ist ja gut. Kannst die Zeitung wieder weglegen. Kann ich nicht das Fahrrad benutzen und hier ein bisschen Fahrrad fahren? Oder das Auto? Frage ist, wo...
Wo geht's lang, ja? Wo muss ich hin? Wo kann ich hin? Wo muss ich nicht hin? Wo will ich aber vielleicht hin? Das sind die Fragen des Lebens. Aber ich muss dahinter. Und hier ist ein Bus. Hier ist wirklich alles nieder. Also hier ist keine Menschenseele mehr. Der John war wirklich der einzige Überlebende. Alter, der ist total verbrannt. Wieder ein Telefon. Aber wieder kaputt. Toll. Wir können unsere Mami leider nicht anrufen. Wow, hab ich mich jetzt ab. Au! Du dummes Arschloch! Muss ich wegen dir noch eine Kugel verschwenden? Aber wir selbst haben keinen Schatten. Na, wie toll ist das denn? Ich weiß nicht, wo ich lang soll, Freunde. Danger. Ich weiß wirklich nicht, wo ich lang soll. Ob ich hier lang soll? Oder ob ich vielleicht hier lang soll? Okay, hier ist nichts. Schränke kann ich zwar öffnen, aber drinne ist nichts. Und hier kann ich wohl auch nichts machen. Okay, das heißt ja wohl, ich muss dahinter. Weil hier nichts ist. Das Spiel bereitet mir langsam irgendwie, also es ist gerade spannend, muss ich sagen. Na toll. Okay. Bleib ganz cool. Ich treffe den nicht, verdammt. Wir schlittern. Wir schlittern hier hin und her. Das ist ja furchtbar. Und wir haben jetzt ganz schön viele Schuss verbraucht. Ich hoffe, wir finden bald mal wieder Munition. Ich weiß nicht, wo lang. Ich gehe einfach mal rechts. Wir schlittern hier durch irgend so eine Masse. Ich weiß nicht, was es ist. Okay, ich mache mal ein bisschen die Taschenlampe an und das wäre wahrscheinlich die gleiche Seite gewesen, dass wir hier reingekommen wären. Okay, Tür zu. Luke öffnen. Na los. Dann drehen wir das ganze Ding hier mal auf. Oh Mann, ich wünschte, ich hätte es nicht aufgedreht. Okay, dann mal runter, ja. Ja, also tief ist es nicht. Ist ja Wasser da. Ladedaten. Ich glaube, wir sterben gleich. Weil ich mich nicht an der Leiter festgehalten habe. Na toll. Na toll. Wieso nur? Okay, die La die. Oh. Die Leiter wäre sowieso kaputt gegangen. Also. Gut, dass wir nicht die Leiter gegangen sind. Und jetzt wird hier richtig dunkel, Freunde. Oh Mann, ey, ich will nicht mehr. Wir sind in der Gosse. Wow. Es geht mir ein bisschen zu schnell. So, wie kriege ich das kaputt? Ah, ich habe eine Idee. Halt, ich habe eine gute Idee. Wow, nein, ich möchte hier hoch. Okay, ich kann die nicht nehmen. Alles klar, dann muss ich die wahrscheinlich so kaputt schießen. Okay, das hat geklappt. Dann mal weiter. Nein, hoch da. Da geht's nicht rein. Okay. Wow!
Shit! Verdammte Hacker! Wo bin ich denn? Zum Teufel nochmal! Ich weiß nicht, wo ich bin und ich weiß auch nicht wirklich, wo ich hin muss. Aber ich kann es mir, glaube ich, denken. Hier rü... Shit. Ich mach mal die Batterie wieder, die Taschenlampe wieder ein bisschen aus. Ist ja gerade, denke ich mal, hell genug. Und hier kommt ja sowieso wieder Licht. Ich möchte mich hier gerne erstmal umschauen. Ich möchte hier mal durchschauen. Denn hier... Ich höre merkwürdige Geräusche und das ist mir nicht ganz einerlei. Pumpenkontrollraum. Na toll. Was soll ich hier machen? Verdammt, was soll ich denn jetzt hier machen? Das sind doch die Pumpen, oder nicht? Shit. Was mache ich jetzt? Ich bin gerade ein wenig überfragt. Oh. Okay. Ich brauche wahrscheinlich die Kisten. Denke ich mal. Ich hoffe es zumindest mal. Und dann muss ich wahrscheinlich hier so eine Kiste drunter schieben. Ja, und die hält das Ganze stand. Mann, 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 sogar richtig coole Rätsel sind. Shit, sind hier dabei? Echt cool. Echt richtig, richtig cool. Oh, und wir kommen wieder nach oben. Das ist schön. Naja, vielleicht ist es auch nicht so schön. Da muss ich wahrscheinlich raus, oder? Oh, oh, das ist giftig hier drin, ne? Giftige Gase, aber da liegt irgendwas. Da komme ich nicht rein. Aber wahrscheinlich muss ich da hin, oder? Oder auch nicht. Wäre mal ganz cool, wenn ich hier ein bisschen Leben oder sowas finden würde. Und eine Cola-Dose brauche ich alles nicht. Alter, wie geil sieht das denn aus? Das sieht richtig geil aus. Das wäre auch eine richtig coole Stelle für ein Thumbnail jetzt gerade. Deshalb bin ich mal stehen geblieben. Ah, und jetzt bin ich in dem Raum hier. So, na dann. Was ist das? Ah, Leben. Das ist mal cool. Jetzt wurde das hier geflutet. Das heißt, ich kann da jetzt rein wahrscheinlich. Und ja, das war mir klar, dass ich jetzt hier raus kann. Und da, die ist auch wieder verbrannt, die Leiche, völlig. Okay. Das ist zu, das heißt, da geht's lang. Das Spiel macht echt Spaß, muss ich echt mal sagen. Das finde ich richtig gut. Okay, ich will da nicht runter. Nicht unbedingt. Das ist alles zu, das heißt, da geht's weiter. Oh Mann, wo sind wir hier gelandet? Das ist ja riesig.
Ich kletter ja einfach die Leiter hoch. Ich denke mal, ich muss sowieso hier hin. Ach du Schande, nicht noch Jump'n'Run, Freunde. Kann ich hier eigentlich irgendwie speichern? Ja, ich möchte hier ganz gerne mal speichern. Spiel gespeichert, alles klar. Gut. Das heißt, wenn ich jetzt... Wow. Jetzt wackelt er... Wow. Alter. Wow. Na, ich wurde getroffen von dem. Wo bin ich? Are you awake yet? Hello? I'm talking to you. Yes, you. Shit. Gah, there we go. You feel all right? You sure? We wouldn't want you to get hurt again now, would we? So the question on my mind is, why is a fisherman all the way down here? Oh, and don't worry. I took away your hardware. Far be it from me to question where you got it. You're quite the adventurer, aren't you? We've been tracking your movements ever since you entered the facility. Too bad you wasted your time. Speaking of time, my shift ended half an hour ago. So make yourself comfortable. You'll be dead by tomorrow anyway. Du mieser Drecksack, lass uns hier frei. Shit. Komm schon, wir müssen uns hier... Komm schon. Okay. So. Verdammt, was mache ich jetzt? Okay, wo geht's weiter? Ich weiß nicht, Freunde, aber ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, haut rein. Und vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit von der Partie. Bis dahin, tschüss, haut rein.